Wenn ich mich nicht impfen lasse, muss ich dann mehr für meine Krankenversicherung bezahlen? Kann das zulässig sein? Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ja, natürlich als Fachanwältin für Arbeitsrecht zurzeit mit dem Thema Impfen reichlich beschäftigt. Mit den unterschiedlichen Konstellationen, Kündigung wegen Nichtimpfung möglich, muss der Impfstatus offengelegt werden und eben natürlich auch der Frage, die sich jetzt aktuell immer mehr stellt, kann es sein, dass quasi eine Unterscheidung gemacht wird zwischen Geimpften und Nichtgeimpften, was die Krankenversicherung, insbesondere die Beiträge angeht? Ja, und da muss ich euch sagen, ganz grundsätzlich will ich nicht verhehlen, ich sehe da durchaus Möglichkeiten für die Krankenversicherung, eine Unterscheidung zu machen. Allerdings muss man da auch wieder unterscheiden zwischen privaten Krankenversicherungen und gesetzlichen Krankenversicherungen. Kennt ihr eigentlich auch schon jetzt? Jeder, der von euch in einer privaten Krankenversicherung ist, der weiß, da muss man so einen Bogen ausfüllen und da gibt es sozusagen spezielle Tarife für jemanden, der irgendwelche Vorerkrankungen hat, der raucht, der fettleibig ist. Da wird sozusagen ein gewisses Risiko der Erkrankung gesehen und ja, den treffen dann entsprechend höhere Tarife. Und ähnlich würde ich einordnen, kann man bei Covid durchaus argumentieren. Also sprich, so nach dem Motto, die Gleichbehandlung, die wir hier sonst immer proklamieren, die ist da natürlich nicht so wirklich gegeben. Aber Ungleichbehandlung ist ja auch, selbst staatlicherseits, dann zulässig, wenn es eine Rechtfertigung für die Ungleichbehandlung gibt, einen sogenannten sachlichen Grund. Und ähnlich wie bei Rauchern möglicherweise dann eben höhere Gebühren verlangt werden können, so würde ich das auch tatsächlich bei Nichtgeimpften sehen. Also sprich, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die privaten Krankenkassen das durchbringen. Anders sieht es aus bei den gesetzlich Versicherten. Also sprich, liebe gesetzlich Versicherte, ihr werdet das, glaube ich, nicht befürchten müssen. Andersherum kann auch die gesetzliche Krankenversicherung einen Bonus einführen. Ja, also so ein bisschen so wie im Arbeitsrecht ist das tatsächlich bei den gesetzlichen Krankenversicherungen. Ich kann also meine Mitarbeiter nicht zur Impfung zwingen, ich kann ihnen aber einen Bonus zahlen, um sie zur Impfung zu motivieren. Und so funktioniert es auch bei den gesetzlichen Krankenversicherungen. Also sprich, wer gesetzlich krankenversichert ist, der muss zwar keine Nachteile fürchten im eigentlichen Sinne, aber der kann auch Vorteile hoffen, wenn er denn geimpft ist. Und auch das ist in den entsprechenden gesetzlichen Regelungen tatsächlich auch jetzt schon für Impfungen so vorgesehen. Also sprich, da kann es Bonuszahlungen geben. Also insofern, oder Vorteile insgesamt, es muss nicht unbedingt immer eine Zahlung sein. Also insofern kann ich euch sagen, es könnte tatsächlich kommen. Gesetzlich sehe ich da jetzt aktuell nichts, was dagegen spricht, aber Leute, ne? Was heute aktuell ist, ist ja morgen schon wieder unaktuell. Also bleibt dran, wir behalten das für euch auf jeden Fall auf dem Schirm. Und wenn es Neuigkeiten gibt oder vielleicht das Ganze kommt oder nicht kommt, dann seid ihr hier als erstes informiert, damit ihr ganz genau wisst, was geht und was nicht geht.